Wofür machen wir Politik? Damit unsere Familien, Freunde und Nachbarn gut leben können. Dafür bin ich in die CDU eingetreten. Sie ist das Herz unserer Demokratie. Keine Partei hat die Bundesrepublik stärker geprägt. Wir sind die bürgerliche Mitte, die gegen radikale Kräfte steht. Deshalb muss die CDU wieder stark werden. Wir müssen offen debattieren, gemeinsam entscheiden und dann verlässlich sein. Das war zuletzt nicht immer so. Zum Beispiel bei der Migration, bei der Energiewende, bei der Wehrpflicht. Da haben wir wenig diskutiert und unüberlegt gehandelt. Bei grundsätzlichen Entscheidungen will ich deshalb in Zukunft alle Mitglieder fragen. Stark können CDU und CSU nur gemeinsam sein. Deshalb will ich einen respektvollen Umgang in der Union. In unseren Diskussionen gibt es zu viele Moralkeulen. So werden wir keine guten Entscheidungen treffen, weder in der Partei noch in der Gesellschaft. Ich wünsche mir mehr Mut zur Meinungsvielfalt. Bei Sicherheit und Rechtsstaatlichkeit darf es keine Kompromisse geben. Unser freies Leben in Europa ist keine Selbstverständlichkeit. Unsere Familien, Freunde und Nachbarn müssen sich auf uns verlassen können. Ich will alle Extremisten bekämpfen, egal ob rechts, links oder religiös motiviert. Ich bin sicher, wir können eine 40%-Partei sein. Wir können die AfD schwächen. Wir werden die Mitte nicht den Grünen überlassen. Dafür müssen wir selbstbewusster sein und größer denken. Eine Europäische Union, die schützt. Eine Steuerreform, die die Mitte wirklich entlastet. Wir wollen Digitalweltmeister werden. Und wir wollen Gerechtigkeit auch für künftige Generationen. Es geht um eine gute Zukunft für unser Land. Packen wir es an. Wagen wir einen echten Neustart.